Das Kirchweihfest ist und war immer das größte Fest im Dorf. Da wurde das ganze Groß und Klein freute sich auf das Fest. Da kamen viele Gäste von überall her. Am Tag vor dem Kirchweihfest gehen die Kirchweihmädel im ganzen Dorf Blumen sammeln, für den Baum schmücken. Die Burschen holen den Baum aus dem Wald. Es muss halt immer ein schöner großer Baum sein. Von den Blumen wird ein Kranz gebunden für den Baum schmücken. Am Abend vor dem Fest wird der Baum aufgestellt und geschmückt, mit Musik und Tanz und vielen Zuschauern. Die Mädel sind schon alle in Tracht mit der Färberquand. Thank you.
Ich glaube, ich habe
gestellte Grundwerke noch. Das hätten wir. Ja, ich wollte es auch. Das ist ja. Ja, das geht auch. Bravo! Bravo! Das sind 100 Fahrer. Am Sonntag früh holt jeder Kirchweihbus ein Mädel ab und sie sammeln sich für den Aufmarsch in die Kirche. Die Mädel haben Seidengewänder für in die Kirche. Thank you.
Falsch Gewecke. Ja, sicher Gewecke. Habe ich ja nie mal rief, so. Liebe Buben und Mädchen, wochenlang haben wir schon drauf gebart, jetzt ist endlich wieder da. Und eine schöne Kirwein, mit meinem schönen Puschen Hut, grüße ich alle Gäste. Mit geputzte Hüte, und weil sie tragen, sehen sie alle mal wunderbar. Schöne Mädchen, stramme Buben, gute Stimmung und viel Freude, viel zu essen und viel zu trinken, das ist halt eben unsere Kirwein. Seid lustig mit uns, lass die Sorge auf die Seite, vertreib's halt bloß. Ist morgen auch noch Zeit. Heint ist Kirwein, heint sind alle groß. Und sitzt immer bei drei Großen auf der Schoß. Heint darf nicht die Klone, Juchse und Sirup trinken. Und wie jetzt schönes Mädel trinken. Schau dir mal den Mauer vom Baum, mit einem schönen Kranz drauf. So, jetzt will ich mal so viel reden, weil die Zitieren voll anfangen. Seid nicht geil, geht sich. Zahlt nach gut, was gerade der Bock wie tut. So, jetzt wünsche ich eine fleißige Musik. Am warmen Tag und Sonnenschein, eine Großmutter, die an Spaß drauf geht, und ein Vater darf sein Zufall stehen. Und hier befreit in jedes Haus. So, Puff, es wäre mit dem soweit. Frag ihn gar nicht, was haben wir heute? Hier, nochmal!